Macht Daniel Batz die 10 voll? Spielt er zum 10. Mal zu 0? Das wäre schon mal die Basis zum angestrebten Auswärtssieg, um auch die Nummer 1-Position als beste Auswärtsmannschaft der Liga auszubauen. Nur der SC Verl hat sicher was dagegen, Frank Rundhefer. Ja, die Forderung der Fans klar und simpel ist, wäre dann der 7. Sieg im 11. Auswärtsspiel für die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Und in der Anfangself von Rüdiger Ziel, da haben wir ihn im Bild, wie schon gegen Köln, Adriano Grimaldi, Kuni nach Verletzungsproblemen, immerhin heute wieder im Kader. So, dann mal rein in den Rückrundenauftakt. Das Hinspiel hatte der FC mit 1-0 gewonnen. Grimaldi traf in der Nachspielzeit per Elfer zum Sieg. Heute haben die Gastgeber die erste Chance. Wir sind in der 5. Minute. Ball kommt zu Wolfram und der für Krodowski. Böder kommt nicht ran und Batz lenkt das Ding noch an den Pfosten. Dicke Gelegenheit für den SC, für Joel Krodowski. Und Daniel Batz zeigt erneut, warum er für viele der beste Keeper der Liga ist. Er ist noch dran, verhindert den Einschlag und für Verl gilt, die stehen gleich mal voll auf dem Gaspedal. Viertelstunde rum, jetzt mal die Auswärtsrocker aus Saarbrücken mit Tobi Jänicke. Der verschafft sich Platz. Dann mit Grimaldi, oh, das löst er gut. Sieht da Rabic, Rabic und grandiose Parade hier von Tide. Jetzt grüßt auch mal das Saarland. Das erste Aufbegehren, in Führung zu gehen, Grimaldi und dann der Ex-Ferler Rabic. Aber Niklas Tiede ist der Spielverderber. Seine Rettungstat ist der Partycrasher für den FC. Der aber hat jetzt Bock auf mehr, keine Minute später. Rizzuto mit Neudecker, Rabic wieder Neudecker und da ist Grimaldi und wieder Tiede. Was ist denn mit dem los? Sensationell, wie sein Arm da rauszuckt. Ball bleibt noch in der gefährlichen Zone. Neudecker, Rizzuto wieder. Tiede, jetzt ist Ruhe drin. Adriano Grimaldi. Ein dickes Ding, das weiß er. Wird ordentlich in Szene gesetzt. Bisschen Gegnerdruck von Stöcker. Saarbrücken, Sturm und Drang gegen Niklas Tiede im SC-Tor. Und gleich danach der nächste Anlauf, Rabic. So, und jetzt aufgepasst, denn hier kommt Korbos und das ist ein Handspiel. Die Saarbrücker beschweren sich, der Schiri reagiert nicht. Und Verl macht schnell, Wolfram lang, dann Böder, der hat Sessa nicht im Auge. Und Sessa, der macht das 1-0 für den SC Verl, 20. Minute. Und das ist bitter für Daniel Batz. Durch die Beine sehen wir gleich. 9-mal blieb er schon ohne Gegentreffer. Heute wird's nichts mit dem 10. Mal. Saarbrücken wird hochstehen. So brutal erwischt und bestraft. Sie stehen aber auch schlecht gestaffelt. Und dann Sessa eiskalt gegen Batz. Aber bitte die Szene zuvor, die müssen wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Rabic geht rein in die Box und dann ist das für mich ein klares Handspiel von Korbos hier. Treffer hätte niemals zählen dürfen, Schiri Bickel winkt ihn dennoch durch. Ja, und Elfmeter gibt's auch nicht, so sieht Frust aus. Antwort Saarbrücken vielleicht über einen Freistoß, den bringt jetzt Richard Neudecker. Boah, und wieder ist dieser Tiede zur Stelle. Macht der ein Spiel? Der FC bleibt in der Szene. Rabic gleich nochmal der Verler Schlussmann. Die beste Auswärtsmannschaft der Liga macht sehr viel richtig, aber dieser Niklas Tiede eben auch gegen Boah und dann gegen Rabic. Gelb dominiert, auch wenn Weiß führt. Wann fällt der längst verdiente Ausgleich? Vielleicht jetzt. Calogero, Rizzuto, dann Grimaldi und Günther Schmidt. Und den Kerl da hinten, den kennen Sie mittlerweile. Saarbrücken gegen Tiede. Das ist die Schlagzeile des ersten Abschnitts. Schön, wie Grimaldi ablegt und schön, wie Günther Schmidt abnimmt. Aber Tiede steht stabiler als die chinesische Mauer. Und so langsam ist es hier Verzweiflungsmodus. Auch bei Adriano Grimaldi und Julian Günther Schmidt. So, rein in die Schlussphase der ersten Hälfte. Und da ist nochmal Verl. Lang auf Wolfram.
Und auch da wird es wieder richtig gefährlich. Wieder steht der FC nicht gut, immer dann, wenn es der SC schnell macht. Pausenstand in Paderborn. 1-0 für die Gastgeber. Insgesamt schon schmeichelhaft, muss man sagen. Aber ich betone es gerne nochmal. Überragend im ersten Abschnitt SC-Keeper Niklas Thien. So, was bringt die zweite Hälfte? Zunächst mal einen Daniel Batz, der seine Jungs animiert. Brust raus, den Glauben nicht verlieren und gleiches Bild wie vor dem Seitenwechsel Saarbrücken. Drückt und drückt, Ball kommt dann über den Umweg hier zu Rabic, Gnase. Da ist Rabic, ja und warum nicht? Dieser Versuch landet bei Tiede, der FC mit dem gleichen Aufwand wie zuvor. Investiert jede Menge Treffer, will aber einfach noch nicht fallen. Dann Doppelwechsel. Biada und Kerber kommen für Günther Schmidt und Neudecker. Nochmal frische PS von der Bank, die Rüdiger Ziel da reinbringt. Zunächst aber nochmal drei aus der Startelf, die da zünden. Nämlich Rabic und Jänicke. Und der mit einem guten Ball für Grimaldi. Der wird da bedrängt. Es bleibt dabei. Vieles sieht ordentlich aus. Wille ist absolut da. Letzter Punch fehlt. Und Ferl wehrt sich. Kurz darauf, nächster Wechsel und gleich wieder doppelt. Kuni und Scheu jetzt für Jänicke und Rabic. All in beim FC. Vier frische Spieler jetzt innerhalb einer Minute aufs Feld gebracht. Und einer davon, nämlich Julius Biada, der bringt sich da selbst in Not. Und dann ist der Ball weg. Sessa ist das. Der lässt sich nicht vom Ball trennen. Sessa, Sessa gegen alle, Sessa gegen alle, Sessa gegen alle, gegen Batz. Dann Otto, Tor, unfassbar, wieder zu nachlässig, wieder macht's Bock. Feld 2, Saarbrücken 0, 71. Minute, jetzt sinken die Chancen auf Punkte, aber gewaltig. Daniel Batz kassiert den zweiten Tunnel. Otto nicht im Abseits, Gnase hebt's auf, Treffer 1 war schon eine Art Geschenk. Und auch hier geht's zu einfach für Ferl. Zweimal nicht aufgepasst, zweimal wird der FC bestraft und Batz hat die Schnauze voll. Jetzt muss ein Kraftakt her, will man noch was mitbringen, wieder und wieder gleiches Szenario. Wie erwähnt, das sieht alles ordentlich aus, ist auch Druck dahinter, aber dann der Abschluss. Luca Kerber sollte er aufs Tor bringen und wer ihn kennt, der weiß, wie sehr ihn sowas wurmt, wenn er es nicht zeigen kann, was er drauf hat. Hier ja, muss er den Anschlusstreffer eigentlich machen. 78. Minute. Es ist noch was auf der Uhr und der FC hat ja Last-Minute-Qualitäten. Klar, dass die Gäste jetzt hochstehen und dann kriegt der Gegner die berühmten Räume. Ferl mit Oschoyski. Oschoyski, Wolfram, aber Batz fährt den Rollladen runter, einen dritten Gegentreffer. Will er nicht mehr zulassen und den lässt er auch nicht mehr zu Saarbrücken, aber verliert hier mit 0:2 in Paderborn gegen den SC Ferl. Es ist kein schöner Tag für Rüdiger Ziel, nee, und irgendwie ein seltsamer Kick, weil der FC ja insgesamt ja schon geliefert hat, nur gegen den Ball zweimal zu nachlässig. Dann die Geschichte mit dem nicht gegebenen Handelfmeter, hören wir die Stimmen zum Spiel. Die Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit schon ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten viele Situationen einfach im und um 16er von Ferl. Und klar ist dann Enttäuschung auch da, wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzt. War klar, dass auch Ferl die Möglichkeiten bekommt. Glaube aber trotzdem einfach zu einfach das 0-1 dann. Ich hatte die Chancen gehabt. Ein, zwei gute Kopfbälle. Einer war sehr ziemlich frei. Muss ich besser setzen, dann geht er vielleicht rein. So war es zu einfach für den Torwart, ihn zu halten. Letztendlich ärgerlich die Niederlage, weil ich glaube, vor dem 1-0 hätten wir Elfmeter kriegen müssen. Würde gerne die Bilder nochmal sehen, aber deswegen lege ich mich da nicht zu 100% fest. Aber ist halt ärgerlich, dass man aus einem eigentlichen Elfmeter direkt ein Gegentor kriegt. Ich denke, wir hatten unzählige Chancen in der ersten Halbzeit. Sind jedes Mal mein Vorgänger hier gerade, Niklas Thiede, gescheitert. Ich denke, der hat ein überragendes Spiel gemacht. Ja, gefühlt hätten wir noch zwei Stunden weiterspielen können. Und wir hätten kein Tor geschossen, kriegen gleichzeitig im Gegenzug ja, zwei Tore, die uns auch so natürlich nicht passieren dürfen. Gebrauchter Tag. Es ist einfach ärgerlich, weil die Mannschaft sehr viel investiert hat, aber nicht die letzte Konsequenz da war in den entscheidenden Momenten.
Ja, die Fans werden sehen, dass das Team alles versucht hat und woran es noch zu arbeiten gilt. Klar, das Verhalten gegen den Ball, vor allem wenn der Gegner es schnell spielt. Auch die Chancenverwertung ist ein Thema. Die Generalprobe vor dem Knaller gegen Elversberg. Sie ist misslungen, das muss man so sagen. Aber laut den Theatergesetzen soll die Premiere dann ja großartig werden. Wir werden es erleben heute in 8 Tagen, wenn es dann heißt. 1. FC Saarbrücken gegen ESV Elversberg. Mund abwischen, um die Fußballersprache zu gebrauchen. Auf ein neues kommende Woche. Frank Rundhefer hat es angesprochen, das Saarderby im Ludwigspark. 1. FC Saarbrücken gegen die SV Elversberg. Bei uns live ab 13.58 Uhr im SR-Fernsehen. Bleiben noch 2 Spiele, die Sie nicht gesehen haben. Erzgebirge Aue gegen Freiburg 0:0 und Meppen gegen Oldenburg 1:1. 2 Spiele morgen, 1 am Montag. Ein schneller Blick auf die Tabelle. Elversberg Spitze mit jetzt 10 Punkten Vorsprung. Und dahinter kommt Wien Wiesbaden, ja morgen gefordert beim schweren Auswärtsspiel bei Dortmund 2. Dann aber der 1. FC Saarbrücken, Freiburg 2. TSV 1860 München, die sind am Montag dran. Waldhof Mannheim auch morgen bei Viktoria Köln. Und ganz runter geht's auf die Abstiegsränge mit Bayreuth. Dortmund 2, Halle und Meppen 20. und letzter.